Welche Möglichkeiten gibt es, um als Logistik- und Transportunternehmen erfolgreich Mitarbeiter zu gewinnen, aber auch zu binden? All das möchte ich Ihnen mal hier in einzelnen Strategien für Sie präsentieren und dabei wünsche ich Ihnen gleich viel Spaß bei diesem Video. Mein Name ist Lukas Kronemeyer, ich bin Leiter Projektmanagement und Marketing der Sanol Media GmbH und wir helfen tagtäglich vielen Unternehmen und unseren Partnern aus dem Bereich der Transport- und Logistikbranche dabei, nicht nur Mitarbeiter zu finden, einzustellen, sondern eben auch sie zu binden. Und da gibt es diverse Strategien. Ich möchte Ihnen heute mal einen Einblick geben in dem, was wir unseren Partnern dabei empfehlen, was wir auch gemeinsam umsetzen sogar. Und da gibt es jetzt gleich mal einen kurzen Einblick. Ich möchte erstmal damit beginnen, wie gewinne ich überhaupt Mitarbeiter? Als Transport- und Logistikunternehmen, ich sag mal in der aktuellen Zeit, da muss man natürlich auch immer schauen, was ist gerade der Trend, wohin bewegt das Ganze, wie kann ich überhaupt neue Mitarbeiter erreichen, gewinnen. Da sind wir natürlich immer ganz vorne mit dabei und haben da einfach auch die Trends im Blick, die wir unseren Partnern immer weitergeben. Ganz wichtig ist natürlich erstmal, auch das verstehen manche nicht, mit denen wir sprechen, erstmal in die Öffentlichkeit zu treten. Denn nur weil ich jetzt auf meiner Webseite etwas ausgeschrieben habe, heißt es ja nicht direkt, dass sich ja auch viele darauf bewerben. Denn man muss das ja auch erstmal zu Gesicht bekommen. Das heißt, wir entwickeln dahingehend erstmal eine Strategie, wie trete ich in die Öffentlichkeit. Sei es zum Beispiel über Social Media Plattformen, also sei es sowas wie Facebook, sei es was wie Instagram. LinkedIn ist natürlich eine Möglichkeit. Da gibt es jetzt nicht sozusagen die eine Plattform, die man nutzen sollte, sondern es macht immer eine Mischung aus der Stelle, die ich gerade besetzen möchte, aber natürlich auch, was für eine Qualität an Bewerbungen möchte ich haben und wie schnell möchte ich das haben. Da gibt es viele Parameter, die wir dann eben, ich sag mal, pro Stellenprofil, sei es jetzt ein Kraftfahrer, sei es Lagerist, sei es jemand in der Disposition, sei es ein Kraftverkehrsmeister, all das, ich sag mal, haben wir schon mehrfach erfolgreich umgesetzt und Stellen besetzt für unsere Partner und haben da schon mal eine Strategie, wie man an einzelne Stellen herantreten kann. Wenn wir dann in der Öffentlichkeit sind, wenn wir an der Präsentation nicht nur des Unternehmens, sondern eben auch der Stelle sind, dann geht es natürlich auch immer eben um die Sichtbarkeit. Das heißt, auch nur, weil ich eine Stellenanzeige präsentiere, auch auf Online-Plattformen, da gilt es dann eben, diese nicht nur einfach irgendwie zu präsentieren, wie eine Stellenbeschreibung, wie man das vielleicht vor 5, 6, 7, 8 Jahren noch gemacht hat, wo dann einfach steht, wir sind, das kriegst du bei uns, also wir bieten und die Voraussetzung bei uns. Nein, es geht darum, das etwas lebhafter zu gestalten, denn am Ende ist die Stelle ja durchaus natürlich bekannt. Was sind Aufgaben? Das ist grundsätzlich bekannt, aber was macht es speziell bei Ihnen aus? Was sind da einfach spannende Aufgaben? Was sind Herausforderungen, die da tagtäglich kommen? Das Ganze muss mit Geschichten, mit Leben gefüllt sein, denn eben das macht es so interessant bei Ihnen. Also warum, sollte sich der Bewerber direkt bei Ihnen bewerben? Gibt es zum Beispiel im Kraftfahrerbereich, gibt es spannende Touren im Lager? Gibt es besondere Handlings, haben Sie zum Beispiel ein spezielles Lager, was eben auch Fachkräfte anzieht? Oder was macht es einfach aus, bei Ihnen zu arbeiten? Und das arbeiten wir mit unseren Partnern immer gemeinsam in Gesprächen aus zu den Stellen. Was ist da eben die Besonderheiten? Da haben wir einen Leitfaden entwickelt, der es uns erlaubt, da wirklich feinste Details stellenspezifisch herauszuziehen. Und eben auch wegzukommen von, diesem öffentlichen, diesem Empfehlungsmarketing. Klar, das ist vorab zu sagen, ist ein wichtiger Punkt. Wenn andere Mitarbeiter, neue Mitarbeiter werben, das ist sehr, sehr wichtig. Denn dann weiß man, die Mitarbeiter sind zufrieden. Das ist auch wieder ein Punkt der Bindung, was ich ja auch schon eingangs erwähnt hatte, wo wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber auch natürlich, wo man merkt, okay, das klappt, was wir machen. Aber trotzdem ist dieses Empfehlungsmarketing eine Art Hoffnungsmarketing. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass es
irgendwer eine offene Stelle zum Beispiel weitergibt und die präsentiert, und zwar so präsentiert, dass sie dann wieder interessant ist. Das ist ja nicht planbar. Und eben das wollen unsere Partner auch erreichen, dass Stellen planbar besetzt werden können. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, ich habe eine gewisse Fluktuationsrate, da kann man natürlich planen, diese zu senken, auch dabei helfen wir, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel neue Stellen besetzen muss aufgrund von Alter, dann weiß ich, okay, in 5, 6, 7 Monaten beispielsweise geht jemand in Rente, in Ruhestand, da kann ich jetzt schon mal planen und jetzt schon mal ja einfach Stellschrauben drehen, um zu wissen, ich kann den auch in 5, 6 Monaten wieder besetzen und habe nicht dieses Hoffnungsmarketing vor Augen und sage, okay, ich hoffe mal in diesen nächsten 6 Monaten empfiehlt das jemand weiter. Nein, das macht aus unserer Sicht keinen Sinn, auch aus wirtschaftlicher Sinn keinen Sinn, denn ja, am Ende steht man da, hat die Stelle nicht besetzt, vielleicht geht dann sogar Arbeit unter, andere Mitarbeiter werden überbelastet und man rutscht da in so eine Art Teufelsrad rein. All das möchten wir eben ja, mit unseren Strategien natürlich auch vermeiden, so dass Sie sich darauf fokussieren und auch festlegen können, was Ihr Kerngeschäft ist und nicht, ich sag mal, das ganze Thema Mitarbeitergewinnung. Da sind wir ein vollumfänglicher Partner. Das heißt, wir bieten da auch keine Insellösungen an. Auch das ist wieder ein wichtiger Punkt einer Strategie. Insellösung heißt, wenn Sie zum Beispiel auch schon mal mit jemandem zusammengearbeitet haben, der hat gesagt, ich mache Ihnen ja einfach die Werbeanzeigen fertig auf einer gewissen Plattform und darüber werden Bewerbungen generiert. Klar, das kann funktionieren, kurzfristig mal gut, mal schlecht, aber im Grundsatz ist es ja eine Insellösung. Ich habe erstmal nur für dieses eine Problem etwas Schnelles gebastelt, was ja gegebenenfalls auch funktioniert. Aber uns ist wichtig, dass es eben nicht nur einzelne Inseln gibt, Agentur für Online-Marketing, irgendjemand kümmert sich um die Karriereseite, irgendjemand kümmert sich um die Webseite, eventuell habe ich auch intern jemanden. Nein, ein wichtiger Punkt ist eben ein vollumfängliches Programm, eine vollumfängliche Strategie, die eben all das miteinander verknüpft. Und da kommen wir eben auch zu dem Punkt Mitarbeiterbindung. Wie funktioniert das überhaupt? Mitarbeiterbindung ist uns nicht nur ganz, ganz wichtig, dass es eben ja, dem Mitarbeiter gefühlt, sondern es soll auch eine gewisse emotionale Bindung zum Unternehmen aufgebaut werden. Nicht nur, weil er einfach, einfach dort arbeiten muss, sondern eben, weil zum Beispiel die ganze Familie etwas davon hat, sei es durch ein gewisses Mitarbeiter-Benefit-System oder einfach auch, weil der Mitarbeiter sich wirklich wohlfühlt in ihrem Unternehmen, er sehr gerne zur Arbeit kommt, dies mit positiver Energie auch dann ja, zu Hause bei Bekannten, bei Freunden verstreut und die dann einfach merken so, hey wow, seitdem du deinen Job gewechselt hast, geht's dir gut und das zieht dann immer, sag mal, den ganzen Umkreis mit, das muss man natürlich auch immer beachten. Und das kann man durch gute Arbeitsbedingungen schaffen, indem man sich mal wirklich hinsetzt und auch mit uns gemeinsam ausarbeitet, was macht Sinn als Mitarbeiter-Benefits. Es reicht einfach heutzutage nicht mehr zu sagen, so ja, wir sind ein Familienunternehmen und wir haben da wirklich ein offenes Ohr für unsere Mitarbeiter. Glauben Sie mir, ich habe schon mit hunderten Transport- und Logistikunternehmen gesprochen und so viele sagen, ja, wir sind ein Familienunternehmen und wir haben ein offenes Ohr für unsere Mitarbeiter. Da sagen wir mal, hey, stopp, das ist gut und wir wissen auch, dass es wirklich so ist. Aber das ist nicht der reine Benefit, denn das haben so viele, sondern da geht es wirklich mal darin, auszuarbeiten oder auch vorzustellen, neue Wege einzuschlagen in zum Beispiel Zusatzversicherungen, in zum Beispiel die Ausstattung, in die Bedürfnisse, wirklich auch mal mit Mitarbeitern zu sprechen, so hey, wo sind eure aktuellen Probleme bei der Arbeit, wie können wir euch da unterstützen, sodass da, ja, dass dort auch gemerkt wird, da findet ein Fortschritt in der, zum Beispiel in der Ausstattung statt. Und da schauen wir dann auch nochmal wirklich stellenspezifisch drauf, weil ich sage mal, wir haben so eine Bandbreite an Stellen schon bereits besetzt, haben zu jedem einzelne Benefits aufgeführt, die wir gemeinsam besprechen können. Und da gilt es dann einfach, die optimale Lösung zu finden, für einen Start in eine Strategie, also in eine Umsetzung einer Stellenbesetzung, aber natürlich dann auch langfristig diese zum Beispiel Mitarbeiter-Benefits eben aufzubauen, eine Verbesserung
Veränderung der Arbeitsbedingungen aufzubauen. Und all das zählt für uns auch unter dem ganzen Bereich Mitarbeiter binden. Also es geht nicht nur um das reine Generieren von Bewerbung, da hört es ja nicht auf. Es geht ja am Ende um die Einstellung und dann nicht, dass der Mitarbeiter nach 2-3 Wochen sagt, okay, gefällt mir nicht, sondern es geht dann auch um die Bindung. Und damit zum Beispiel auch dieses nach 2-3 Wochen nicht passiert, gilt als absoluter wichtiger Punkt eine vernünftige Einarbeitung. Das heißt nicht, dass der Mitarbeiter hier ein Pamphlet an Blättern hinbekommt und den ersten Tag einmal rumgeführt wird, sondern es geht wirklich um eine persönliche oder auch um eine individuelle Einarbeitung. Also wir hören immer wieder, dass Unternehmen gewisse Mentoren oder Partner neuen Mitarbeitern zur Seite stellen. Und das empfehlen wir auch heutzutage unseren Kunden und unseren Partnern. Denn wenn sich da wirklich jemand die Zeit nimmt und auch im Unternehmen das so gelebt und kommuniziert wird, dass da jemand sich Zeit nehmen darf und kann, denn das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Klar, es ist super viel zu tun, teilweise fehlt sogar irgendwie eine Kraft, eine halbe Kraft. Und dann geht so eine Einarbeitung auch immer schnell mal wieder unter. Aber da ist es umso wichtiger, das auch offen, gerade als Inhaber zu kommunizieren, wie wichtig einem selbst die Einarbeitung ist, damit sich auch wirklich jemand die Zeit nehmen kann mit gutem Gewissen und weiß, okay, wenn ich den jetzt vernünftig einarbeite, dann fühlt sich die Person viel wohler, viel aufgenommener und kann dahingehend auch viel besser, viel schneller starten, langfristig dann auch unterstützen und bleibt dann auch gerne, weil sie sich einfach wohlfühlt. Und das ist ein absolut wichtiger Faktor, der neben, ich sag mal, sowas wie Gehalt und so, das muss natürlich alles stimmen. Aber am Ende sind es eben diese Dinge, die da auch dafür sorgen, dass nicht nur jemand bei Ihnen anfängt, sondern dass er auch bei Ihnen langfristig bleibt und bei Ihnen gerne täglich zur Arbeit kommt. All das sind Einblicke eben in Strategien, in Planungen, die wir mit unseren Partnern durchgehen. Also ich wiederhole mich da nochmal, aber das Ganze darf und soll keine Insellösung sein, weil dann liegt es wieder am Ende bei Ihnen, das Ganze in einen, in einen Rahmen zu bringen, der zueinander passt. Und da ist es eben uns ganz, ganz wichtig, als externe Marketingabteilung sozusagen, dass von vornherein dem Ganzen einen Rahmen mitzugeben und da auch drauf aufzupassen, dass es eben alles zusammenpasst. Was natürlich auch wichtig ist, wenn man das Ganze öffentlich macht, wenn man eben diesen Rahmen setzt, dass es auch vernünftig kommuniziert wird und sowohl intern unter den Mitarbeitern, dass die auch merken, hey, da passiert gerade etwas, aber auch natürlich zum Beispiel extern. Und da muss man auch zum Beispiel aufpassen auf gewisse Bewertungsportale. Also wie sieht ein potenzieller Bewerber erstmal das Unternehmen von außen? Weil man darf natürlich das ist ein Trugschluss zu sagen, nur weil ich jetzt irgendwo was öffentlich habe, natürlich da das Ganze, dass das voll und ganz gesehen wird. Nein, es wird auch nicht immer alles gelesen, was irgendwo geschrieben wird, sondern es wird auch mal überflogen. Und es gibt eben diese mehreren Berührungspunkte. Und dazu zählen eben nicht nur Plattformen, wo man sich bewerben kann, sondern auch, wo man Bewertungen sich einholen kann. Sei es zum Beispiel Google-Bewertungen. Da ist es ganz, ganz wichtig, da auch mal drauf zu schauen. Oder auch die Plattform Kununu. Da merken wir auch immer eine höhere Zahl an potenziellen Bewerbern, die sich dort nochmal umschaut. Und da ist es zum Beispiel auch ein Teil unserer Zusammenarbeit, dass wir das zusammen kontrollieren, dass wir das zusammen analysieren, wo kann man da Punkte verbessern und eben auch darauf achten, dass insgesamt in der Öffentlichkeit ein gutes Arbeitgeberbild von Ihnen in der Öffentlichkeit erscheint. Und wenn das jetzt auch interessante Themen für Sie sind, sei es das Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, aber auch mal das ganze Thema Karriereseite, dass wir die mal analysieren, für Sie anschauen, wo gibt es da Optimierungspotenzial, Verbesserungsvorschläge von uns, melden Sie sich gerne mal auf www.sanol-media.de für ein kostenloses Erstgespräch. Da schauen wir uns wirklich individuell Ihre Situation auch an. Sie kriegen direkt handfeste Tipps und Optimierung von uns an die Hand, denn das ist uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir das auch individuell auf Ihre Situation einmal anpassen können. Deswegen freuen wir uns da immer auf ein erstes Gespräch, wenn Sie da mit uns in Kontakt treten. Und dann freue ich mich schon, wenn Sie sich da melden und wir dann auch zusammen in der Partnerschaft mal miteinander sprechen und auch
Ihre Karriere wieder in Schwung bringen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Tschüss.